Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Almost Daily. Heute reden wir über das Internet und dazu habe ich einen tollen Gast und eine tolle Gästin und Marc. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily und ich freue mich ganz besonders heute mein Lieblingsthema, das Internet. Ja. Marc, wir haben heute fantastische Gäste. Andrea Hamm ist Doktorandin am Weizenbaum-Institut, forscht zum Internet der Dinge und Big Data, vor allen Dingen in städtischen Gebieten, habe ich hier stehen, hat eine Masterarbeit über soziale Bots und Chancen und Risiken von Drohnenjournalismus geschrieben. Hallo Andrea, stimmt das erstmal soweit, was ich da gesagt habe? Ja, so fast. Also meine Masterarbeit war zu Social Bots und politischer Kommunikation und ich habe während meines Studiums einen Artikel zum Thema Drohnenjournalismus geschrieben, genau. Okay, was sich hinter diesem Begriff verbirgt, wirst du uns hoffentlich gleich sagen. Und dann haben wir noch zugeschaltet Hans-Christian Gräfe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Berlin. Er ist Volljurist, Forschung vor allen Dingen zu Medien- und IT-Recht und Online-Medienrecht. Und Meinungsbildungsprozess in sozialen Medien sind so seine Kernkompetenz. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, genau, das sind so meine Steckenpferde. Hallo. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Und Marc ist bei uns auch. Hast du mein Masterarbeitsthema da nicht stehen? Was ist dein Masterarbeitsthema? Oh shit. Ich krieg selbst mein Thema nicht mehr zusammen, aber ich habe über die Musikindustrie geschrieben. Na. Passt jetzt vielleicht nicht. Streaming, naja, auch Internet, ne? Ist auch das Internet. Streaming des Musikbusiness. Internet der Dinge. Ja. Ja, also im Prinzip ist ja alles Internet der Dinge. Insofern trotzdem toll, dass wir jetzt hier zwei Experten haben aus zwei unterschiedlichen Bereichen, aber natürlich auch mit vielen Überschneidungen. Und deshalb auch digital zugeschaltet. Ihr hättet auch kommen können, aber wir haben gesagt, nein, wenn es übers Internet gehen soll, dann muss es auch übers Internet aufgenommen werden. Vielleicht mal ganz kurz erklärt für alle, die es nicht wissen, und das inkludiert mich, was genau ist und macht das Weizenbaum-Institut? Ja, damit fange ich einfach mal an. Das Weizenbaum-Institut ist das deutsche Internetinstitut, ist öffentlich finanziert vom Bildungsforschungsministerium und es ist ein Verbundprojekt aus fünf Universitäten in Berlin und Potsdam und zwei weiteren Wissenschaftsinstituten und hier arbeiten über 100 WissenschaftlerInnen aus verschiedensten Disziplinen zum Internet und es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven, also aus der Psychologie, aus der Rechtswissenschaft, Kommunikationswissenschaft, technisch natürlich aus der Informatik. Und wir versuchen hier aus einem ganz komplexen Feld heraus wichtige Fragen zum Internet zu bearbeiten, die man nur mit interdisziplinärer Herangehensweise angehen kann. Oh, das klingt jetzt erstmal schon mal so super interessant. Also überhaupt erstmal so ein Job, wo man sagt, ich erforsche das Internet, die Auswirkungen, die Veränderungen, die sich da mitbringen. Wo fangt ihr denn da überhaupt an? Ab wann wird es eigentlich relevant, darüber zu reden? Weil das Internet gibt es ja jetzt rein technisch gesehen, weiß ich schon seit 50, 60 Jahren, aber so dann Ende der 90er fing das World Wide Web so richtig an. Dann haben wir jetzt natürlich das Zeitalter der sozialen Medien, der Social Networks. Wo ist da euer Startpunkt und ab wann wird es relevant für eure Untersuchung? Also der Fokus ist die vernetzte Gesellschaft. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, einzelne Technologien zu betrachten, sondern schon, wie Internettechnologien und die zunehmende Vernetzung, also nicht nur über PCs, wie man das aus den 90ern noch kennt, sondern jetzt eben das Internet allgegenwärtig, also in unseren Smartphones, in Sensoren, in der Stadt verbaut, in Gebäuden. Eigentlich werden überall Daten gesammelt und ausgewertet und transferiert. Und ja, die Idee ist zu schauen, was macht das mit der Gesellschaft oder wie kann auch die Gesellschaft entsprechend auf bestimmte Sachen reagieren. Also es ist schon die Idee, dass das Institut auch Handlungsempfehlungen gibt für die breitere Öffentlichkeit oder für die Politik, um eben die komplexen Vorgänge zu verstehen. Und als Jurist, Hans-Christian, denke ich mir, ist es natürlich auch, also du bist ja noch relativ jung, so wie ich das zumindest sehe.
Danke. Da war das ja schon dann, da muss das ja schon Teil der Ausbildung gewesen sein. Inwiefern ist denn auch dann der Schwerpunkt Internet sowieso eigentlich schon mittlerweile Teil der juristischen Ausbildung? Nee, im Grunde ja. Bei mir war es Teil der Ausbildung und das ist ja jetzt nichts, im Grunde nichts Neues. Also es gibt schon länger Spezialbereiche oder Schwerpunktbereiche, sagt man im Jurastudium, dazu, die sich mit dem Informationsrecht oder dem Medienrecht oder dem Telekommunikationsrecht auseinandersetzen. Wenn man jetzt halt den Fokus mehr auf einen Anwendungsaspekt setzt, quasi das Internet oder gewisse Teilaspekte des Internets, dann kann man vielleicht auch von Internet sprechen oder so wie die aktuelle Regulierungslage aussieht, würde ich auch sagen, man muss langsam von Internetrecht sprechen, weil da sehr viel geschieht, was speziell auf einzelne Teilaspekte des Internets zugeschnitten ist. Ich würde aber noch bei Andrea noch gern ergänzen wollen, was wir am Institut machen, weil wenn wir jetzt immer so sagen, das Internet, das ist natürlich ein riesiger Bereich und es ist nicht so, dass wir da quasi alle einfach irgendwie drauf losforschen, je nachdem, wie wir lustig sind, sondern wir sind schon noch organisatorisch ein bisschen unterteilt, also die meisten Forschungsgruppen haben oder alle Forschungsgruppen hier haben einen gewissen Teilfokus, was wir uns angucken wollen, sollen und dann auch tun. Und dann ist es nicht so, dass quasi jeder das gleiche Thema macht, sondern jeder hat so einen Teilaspekt rausgegriffen und unsere hast du ja am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Wir haben ja den Presenter gesehen, Mint Magie, dass man, um bei euch zu arbeiten, quasi an so einem Institut, dass das deutsche Internetinstitut sozusagen ist, dass man nicht beispielsweise Informatiker sein muss, zwangsläufig oder sonstiges, sondern dass da wirklich sämtliche Fachrichtungen irgendwie zusammenkommen. Wo war überhaupt vielleicht bei dir, Andrea, dann der Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich bin jetzt nicht klassisch als Kommunikationswissenschaftlerin aus einem technischen Bereich oder sonstiges, aber es interessiert mich trotzdem mega, wie kommt man dann da rein überhaupt? Also wie kommt das so zustande sozusagen, dass man dann in dem Institut landet eigentlich? Ja, das ist eine super Frage. Bei mir hat sich das so ein bisschen organisch entwickelt. Also ich habe im Studium schon gemerkt, dass ich mich ziemlich früh nicht so für die klassische Zeitungsforschung oder TV-Forschung interessiert habe oder wie jetzt Radiosendungen zustande kommen, also im klassischen Radio, sondern dass es schon Richtung digitale Anwendung geht. Also Facebook war, als ich habe angefangen 2011 zu studieren, da war Facebook irgendwie so in aller Munde und alle waren auf Facebook und da sind eben auch interessante Sachen passiert, auch politische Sachen und ich fand das einfach spannend, mich damit zu beschäftigen und habe dann ganz schnell gemerkt, dass in dem Fach, in dem ich war, gewisse Grenzen noch zu der Zeit waren, also dass das sich erst nach und nach angetastet hat. Und fand dann den Sprung rüber in die Bereiche der Informatik. Also es gibt da so ein Feld, das heißt Mensch-Computer-Interaktion, Human-Computer-Interaction. Also dass es da Überschneidungen gibt. Und dass es total spannend ist, sich dann in diesen Bereichen niederzulassen und da zu schauen, was kann die eine Disziplin von der anderen lernen. Und so bin ich dann immer weiter in diese MINT-Bereiche reingerutscht und ich promoviere jetzt auch im Fach Medieninformatik. Also ich bin jetzt auch da direkt angesiedelt. Ich ganz kurz erklärt, MINT sagt nicht jedem was. Ich weiß es natürlich, was es bedeutet, aber vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz wiedergeben. MINT-Magie auch, was verbirgt sich dahinter? MINT ist eine Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben der verschiedenen Fächer, Mathematik, Informatik, / Ingenieurswissenschaften, das kann man immer mal so oder so, Naturwissenschaften und Technik. Und es ist sozusagen eine Bündelung dieser Fächer, die sich in dieser mathematisch-informatisch-naturwissenschaftlich-technischen Ausrichtung befinden. MINT-Magie, stimmt, die zweite Frage, ja. Ist eine Kampagne des BMBF, die sich speziell an junge Leute wendet, die überlegen, was sie später in ihrem Leben machen sollen und wollen. Und die MINT-Berufe sollen im Prinzip vorgestellt werden und ein bisschen beleuchtet werden, weil sich eben auch wirklich nicht so viele Leute was darunter vorstellen können, die außerhalb dieses Bereiches arbeiten oder zur Schule gehen. Also das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat sozusagen ein Interesse daran, auch junge Menschen für diese MINT-Fächer zu begeistern. Gibt es denn da Nachholbedarf in Deutschland? Sind wir in Deutschland ein bisschen MINT-müde? Das ist eine super Frage. Da bin ich jetzt
gar nicht mit aktuellen Zahlen bewandert, aber ich glaube, was auch ein großer Aspekt ist in den MINT-Fächern, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass es da noch so einen Aufholbedarf von Schülerinnen oder Frauen im Allgemeinen gibt, dass da die Verteilung immer noch ein bisschen traditionell ist, dass dort viele männliche Absolventen sind und dass sich das auch an Schülerinnen richtet und junge Frauen. Und gibt es dafür eine Erklärung? Also woran liegt das, dass mehr Männer sich den Naturwissenschaften hingezogen fühlen? Also wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr auch sagen, keine Ahnung. Ich weiß es nämlich auch nicht, aber es ist ja offensichtlich, also bei vielleicht, uns im Mathe-Leistungskurs so waren es auch immer irgendwie 10 Jungs und ein Mädel oder so. Also das war auch schon vor 30 Jahren. Oder, nee, wann war ich in der Schule? Ja, 40, glaube ich. 40, 40 50. Ja. Ich fürchte, es hat ein bisschen was mit Klischees zu tun und Stereotypen. Und ich kann mich zum Beispiel auch an blöde Kommentare von meinem Physiklehrer damals erinnern, der auch so pauschale Meinungen hatte, dass Mädchen da jetzt nicht so bewandert sind in dem Gebiet. Und es ist nach wie vor Aufholbedarf und wir müssen da dranbleiben, dass da mehr Gleichberechtigung oder gleiche Chancen hergestellt werden. Ich meine, das haben ja im Grunde andere Berufsfelder auch schon hinter sich. Wenn man 1950 sich angeschaut hat, wer da die führenden juristischen Köpfe waren, waren es wahrscheinlich zum Großteil Männer. Und das ist heutzutage auch komplett umgekehrt. Also, soweit ich weiß, ist ein Großteil der juristischen Berufe zumindest ein leichter Frauenüberschuss, zumindest in der Justiz oder zumindest in der Ausbildung ist es aktuell, glaube ich, knapp über 50%. Also wenn es eher so geisteswissenschaftlich geprägte Berufe hingekriegt haben, warum sollte es nicht auch bei eher technisch angehauchten Berufen gehen? Ich denke, ein Großteil der Herausforderungen, die wir da haben, sind oder liegen vielleicht in der früheren Sozialisierung, die aber ja zum Glück, muss man sagen, auch langsam ein bisschen aufgebrochen wird. Also man muss halt den Leuten Mut machen, das zu machen, was sie wollen und nicht das zu machen, was sie sollen. Das ist ein... den kann man in der Politik sehen, den Spruch. Also den finde ich auch sehr gut. Ich würde probiert, eine salomonische Lösung zu einer Frage zu finden, wo es halt mehr persönliche Meinungen oder educated guesses sind als wirklich gesicherte Fakten. Hm. Oder zumindest die bei mir präsent sind. Ich würde gerne mal jetzt knallhart hier einsteigen, was konkret ihr da eigentlich tut quasi, damit man mal ein Gefühl kriegt dafür, was inwiefern ihr am Internet forscht. Man kann euch ja auch, haben wir im Vorgespräch gehört, theoretisch als Internetforscher unter einen Hut bringen, wenn man so will. Aber ihr sitzt ja nicht mit einem Messgerät an einer Internetleitung und sagt, oh, hier laufen 16 Mbit durch, das erforsche ich mal so. Also habe ich eigentlich gedacht, dass das so ist. Nee, so passiert es nämlich tatsächlich gar nicht, Etienne. Sondern es geht ja quasi, wie ich erfahren habe, mehr darum, hier, was passiert im Internet, was passiert beispielsweise jetzt auf uns bezogen vielleicht auch in Kommentarspalten auf Social Networks und so weiter. Sprich, Stichwort Social Bots und Trolle zum Beispiel, das ist ja auch so ein Thema, dem ihr euch, soweit ich weiß, gezielt annehmt, oder? Also wie kann man es nennen? So eine Debattenkultur auch oder gesteuerte Kultur oder sonstiges, also Social Bots, Trolle, das ist auch so ein Ding, oder? Lass mich erst die flapsige Antwort bringen, Andrea, bevor du seriös antwortest. Ich war tatsächlich mal an der Hauptinternetleitung, die durch Deutschland führt, in Frankfurt am D-Kix oder D-Zix. Da laufen quasi so unterhalb von zwei Straßen zwei dicke Kabelstränge entlang, die, wenn man sie durchhacken würde, ich glaube 80-90% des Internetverkehrs lahmlegen würden. Also ich war da mal. Okay. Das hat aber nicht geklappt. Das ist der absolute Albtraum. Ja. Nee, es ist tatsächlich ziemlich beeindruckend, weil es recht abgeschirmte Gelände sind und quasi einfache, unscheinbare Lagerhallen. Aber wenn du weißt, was da drunter langläuft und welche infrastrukturelle Bedeutung das Ding hat, dann ist es schon ganz schön krass, weil in vielen Bereichen hat Deutschland Nachholbedarf. Aber zumindest was so Infrastruktur angeht, einer der Hauptinternetknoten der Welt liegt mitten in Deutschland. Das bietet ja auch Möglichkeiten für... Man möchte soweit nicht denken, aber kriminelle Machenschaften quasi fast schon Angriffe, Terror kann man es vielleicht nicht nennen, aber man hat da ja, das sind ja ganz neue Möglichkeiten, wenn man an einem Punkt irgendwas reinwirft oder mit großem Gerät kappt oder so und damit quasi. Oder wenn man vielleicht der Geheimdienst ist und an einem Punkt gerne möglichst viel abgreifen möchte.
Wow, das wird ja da, das wird noch richtig deep hier. Aber lasst uns erstmal, bevor wir da weitermachen, zurückkommen zu den Social Bots und den Trollen im Internet, weil damit hat man, haben wir es hier bei Rocket Beans auch, natürlich auch täglich zu tun. Was sind da eure Beobachtungen? Wie, was sagt die Entwicklung? Ich habe, wo war das denn neulich gelesen, dass junge Menschen immer weniger Interesse an Hate-Kommentaren haben? Habe ich eine Statistik gelesen, wo ich mir auch erstmal gedacht habe, wieso haben die überhaupt Interesse an Hate-Kommentaren? Aber okay, wie nehmt ihr euch den Thema an? Was sind eure Forschungsfelder da? Ja, also vielleicht erstmal zu den Begriffen. Social Bots ist so eine Wortschöpfung, besteht eigentlich aus Social Media Robots und bezeichnet erstmal nichts weiter als eine Art Technologie, die automatisiert Inhalte streut. Also es ist so, dass ein Programm über die Programmierschnittstelle in einer sozialen Medienplattform zugreift und dann ein Profil anlegt und über dieses Profil Inhalte streut oder teilt oder kommentiert oder liked oder wie auch immer. Und man kann im Prinzip diese Technologie in allen möglichen Arten ansetzen. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch nicht nur negative Bots, es gibt auch Infobots, die irgendwie stündlich Wetterdaten twittern oder Radiostationsbots, die immer sagen, welcher Titel aktuell spielt. Und unter dem Begriff Social Bots hat sich aber so eine negativere Wirkung rauskristallisiert, also eine Einflussnahme auf öffentliche Kommunikation, die ja auch vermehrt in sozialen Medien stattfindet, also politische Diskussionen oder auch Diskussionen zu bestimmten Aufregerthemen oder polarisierenden Themen, die dann eben mithilfe dieser Bot-Technologie verstärkt werden können. Die besondere Problematik bei den Bots ist sozusagen die Skalierbarkeit, also dass man das eine einzelne Person mit relativ wenig Aufwand im Internet Anleitungen findet, Bots zu erstellen und die dann auch aufsetzen kann und die dann Inhalte weiterverbreiten können. Und so kann im Prinzip die Meinung, also rein theoretisch gesprochen, kann die Meinung einer Person millionenfach in dem Netzwerk geteilt werden. Jetzt ist das natürlich alles sehr vereinfacht, weil es gibt schon Mechanismen auf den verschiedenen Plattformen, die dagegen steuern. Die veröffentlichen ja auch immer wieder Absichtserklärungen und auch und treffen auch Maßnahmen, dass das eingedämmt wird. Also diese ganz einfach programmierten Programme werden schon gestoppt und sehr schnell gelöscht. Aber es ist auch so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, weil es werden natürlich dann neue Programme entwickelt und die werden dann nicht gleich erkannt und können einen gewissen Einfluss nehmen. Und genau, mit den Trollen ist es im Prinzip so, dass dort auch eine negative Auswirkung mit verbunden wird. Und die Trolle sind aber Profile, die manuell gesteuert werden. Also die können auch teilweise automatisiert sein, dass sie zum Beispiel immer wieder einen bestimmten Hashtag retweeten, ohne das jetzt händisch zu machen. Aber sie können auch komplett manuell sein. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass das häufig bezahlte Bereiche sind, also dass bestimmte Firmen, sogenannte Trollfarmen, darüber wurde berichtet und das wurde auch aufgedeckt in bestimmten Zusammenhängen, dass die im Prinzip dafür arbeiten, konkrete Inhalte zu verbreiten, um bestimmte Themen zu setzen oder auch zu diffamieren oder Personen anzugreifen oder bestimmte Themen zu überdecken. Und ja, gerade in Bezug auf Wahlkämpfe, wo natürlich ein gewisser Zeitdruck ist und eine Frist, wo dann die Wahl stattfindet und bis wann sich die Wählerinnen und Wähler informieren können, gibt es da natürlich große Sorge, dass eine gewisse Beeinflussung der WählerInnen stattfinden kann. Wobei die Forschung hier noch ziemlich in den Anfängen steckt. Also inwiefern jetzt diese Technologie, die die Vervielfältigung möglich macht und auch die Parameter in den sozialen Netzwerken, also Anzahl von Tweets oder Anzahl von Followern oder Anzahl von Kommentaren, also wie diese Parameter beeinflusst werden, heißt noch nicht, dass das auch die Meinung der Menschen beeinflusst. Also da ist dann nochmal eine andere Art von Forschung und nochmal eine andere Betrachtung notwendig. Und da ist das Feld gerade dabei, gute Methoden zu entwickeln, wie das gemacht werden kann. Okay, aber das ist ja also erstmal ein riesen
Themengebiet, weil das ja auch alles so ineinander greift. Also ja. Vom künstlich erzeugten Shitstorm oder Likes auf irgendwelche Posts, die eigentlich gar keine Likes sind, die dadurch aber eine Gewichtung kriegen, die dann wieder von den klassischen Medien aufgegriffen werden, weil sie eine scheinbare Gewichtung haben. Dadurch wird ein Diskurs gesetzt. Gleichzeitig merkt man auch dieses Thema Desinformation, was wir ja auch, worüber wir auch sprechen wollen. Man merkt ja so ein bisschen, man glaubt fast, man ist richtig misstrauisch geworden, egal von wo die Quelle kommt. Früher war es so, wenn es in der Tagesschau steht, dann ist das Gesetz. Heute so, wo hat denn die Tagesschau das überhaupt? Wer ist denn der Redakteur oder die Redakteurin oder die Journalistin, die diesen Artikel für die Tagesschau geschrieben hat? Wo war sie? Wo hat sie ihre Informationen? Und irgendwann kannst es ja gar nicht mehr als Normalsterbliche alles immer bis zur Quelle verfolgen. Also wie soll sich das in Zukunft entwickeln? Wie können wir denn überhaupt noch mit gutem Gewissen irgendwas aus dem Netz konsumieren, ohne dass uns jemand an der Nase herumführt? Ja, da muss ich mal ganz kurz einsetzen. So doof das ist, es ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Haltung, erstmal die Informationsquellen oder die Informationen an sich nicht einfach ungefiltert aufzunehmen, sondern generell eine gewisse Skepsis oder ein gewisses Hinterfragen zu stellen. Weil es gibt schon einen Unterschied zwischen seriösen Quellen und irgendwelchen Sachen, die man irgendwie irgendwer von irgendwem weitergetwittert hat oder irgendwie auf Facebook geschrieben hat. Aber eine gewisse Grundskepsis schadet meines Erachtens gar nicht so sehr. Es ist wesentlich sinnvoller, bei allen Quellen erstmal ein bisschen skeptisch zu sein, als manche Quellen einfach ungenommen zu glauben oder am schlimmsten alle Quellen einfach ohne vernünftige Überlegungen zu glauben. Aber natürlich muss man da auch differenzieren, dass es einen Unterschied gibt zwischen den dahergebrachten Qualitätsmedien wie der Tagesschau oder den Leitmedien. Das schützt die nicht davor, auch mal irgendwie eine Ente zu bringen oder eine Information, die sich im Nachhinein dann aber korrigieren. Aber es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen denen und, sagen wir mal, eher unseriösen und, wenn man selber recherchiert, auch schnell rauszukriegenden zweifelhaften Online-Quellen. Ich würde aber gern noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen bei dem Thema Social Bots, weil du hast vollkommen recht, das ist, man kann an diesem einen Begriff, hinter diesem Begriff steht eine riesige Komplexität, die halt irgendwann bis hin zu Desinformation und Plattformwirtschaft und allem geht. Eine der wichtigsten Aufgaben, das findet hier auch intern ultra viel statt, ist für uns deswegen erstmal diese Begriffe für uns ein bisschen zu ordnen oder zu hinterfragen, weil manche von diesen Begriffen werden dann halt so schnell in der öffentlichen Debatte oder teilweise auch in der wissenschaftlichen Debatte geprägt und ungefiltert benutzt und die Leute reden dann gar nicht mehr über das eigentliche Problem, sondern nur über eine vermeintliche Vorstellung von diesem Problem. Und das hat man gerade bei dem Begriff Social Bot eigentlich ziemlich gut gesehen. Da gab es in den letzten Jahren eine ziemlich heftige Debatte drüber, was ist ein Social Bot und gibt es das überhaupt? Wo hinter dem aber meines Erachtens so ein paar Missverständnisse lagen, was ein Social Bot bedeutet. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Social Bot ist irgendwie das total hochautomatisierte, selbstständig wie ein Mensch agierende Computerprogramm, also quasi wie in der Matrix, die Agenten, die sind komplett selbstständig und der Social Bot macht dann, was er will mit seinem gewissen Auftrag. Und die oder aus der Technik wird dann gesagt, ja, das geht überhaupt nicht. Dann haben wir aber im Grunde schon mal eine krasse Fehlvorstellung darüber, was der Social Bot ist. Weil wenn ich glaube, das ist ein Programm aus der Matrix, dann sage ich natürlich, oh Gott, Social Bot ist super gefährlich, muss das verbieten. Wenn ich aber sage, Social Bot ist nichts anderes als vielleicht früher mal die Druckerpresse, womit er halt quasi eine Meinung oft vervielfältigen kann und so selbstständig agiert er gar nicht, ist nämlich vorprogrammiert, dann habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und wenn die Leute aber nicht wissen, wie die unterschiedlichen Vorstellungen davon sind, gerade auch in den Medien, dann kommen wir zu krassen Debatten, die aber irgendwie überhaupt nicht mehr zielführend sind. Und das erlebt man bei sehr, sehr vielen Bereichen oder sehr, sehr vielen von diesen Internet-Buzzwords. Und deswegen diskutieren wir hier intern ziemlich viel darüber. Was bedeutet denn das? Was steht da genau dahinter? Wie ist das aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive? Was würde ein Informatiker sagen? Was sagt eine Kommunikationswissenschaftlerin? Und probieren das quasi so von hinten ein bisschen aufzudröseln und können damit eigentlich auch ganz gut nach außen gehen, zu sagen, manchmal ist es sinnvoll, erstmal genau darüber zu gucken, was verstehen wir denn darunter? Ist das alles so wild? Und sollten wir uns nicht erstmal genau angucken, worüber wir reden? Und das machen wir recht viel. Oder es ist ganz oft der erste Schritt. Anders funktioniert es interdisziplinär oft auch nicht, muss man noch dazu sagen. Aber wenn man jetzt rübergeht von den Social Bots zu den Trollen, haben wir ja eben auch gesagt, sprich wirklich Menschen,
Leute, die sich bewusst an die Tastatur setzen und da irgendwas raushauen, wenn sie nicht gerade automatisiert irgendwelche Hashtags retweeten oder sonst was. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, vom klassischen Troll im Sinne von ich provoziere vielleicht gerne oder ich möchte gerne absichtlich falsche Meldungen retweeten, um ein bisschen Chaos zu stiften oder sonstiges. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hier mehrmals auch in anderen Almost Dailies, wie man sowas in den Griff kriegt, gerade so diesen Schutz der Anonymität. Also muss es eine Klarnamenpflicht geben, muss es einen digitalen Personalausweis oder sowas geben? Wie ist da so der Stand gerade aktuell? Also geht ihr das auch an oder genau, wie sieht das aus? Das sind auf jeden Fall Themen, die immer alle eine Rolle spielen, um die wir auch drumherum kreisen. Also um erstmal die einfachen Antworten vorwegzunehmen, ja, über solche Sachen wie digitale Identitäten oder digitale Ausweisinstrumente kann man nachdenken, werden auch zurzeit von der Regierung umgesetzt. Die Frage ist da bei sowas nicht das Ob, sondern eher das Wie. Also muss es sein wie in China, ich habe eine Kennung, mit der ich überall erkennbar bin, rumlaufe, überall getrackt werde, gleichzeitig halt aber auch nackt in den Supermarkt gehen könnte und alles raustrage, weil sowieso jeder oder die Kamerasysteme sowieso wissen, wer ich bin und es dann automatisch von meinem mit meiner EID verknüpften Konto das Geld abzieht. Ja, das ist quasi so quasi wäre der positive Aspekt davon. Also da geht es nicht so sehr um das Ob, sondern eher um das Wie. Und bei den Trollen hat man da. Oder Andrea, ich will dir nichts vorwegnehmen. Aber ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen den Anonymitätsbegriff an sich betrachten. Also Anonymität wird ja, also es gibt ja so diese gängige Annahme, dass wir irgendwie im Internet alle relativ anonym sind. Also außer man ist jetzt hier so mit Namen und so in so einem Kanal und gibt ein Interview. Aber so der Standard-User, die Standard-Userin, die sich irgendein Nickname überlegt, vielleicht auch irgendeine schnell zusammengebaute E-Mail-Adresse hinterlegt oder der Plattform, kann schon relativ anonym sein. Die Sache ist, bisher in den Studien, die ich kenne, die sich mit Anonymität beschäftigt haben, also es geht ja bei Anonymität oft um das Problem des unsozialen oder unzivilisierten Verhaltens, also dass man halt Hassrede ausübt, dass man Leute beleidigt, beschimpft, es gibt Cybermobbing oder auch einfach richtig Sachen, die eigentlich untersagt sind, also ja, Holocaust-Leugnung, rassistische Äußerungen und Drohungen, ja, Morddrohungen, alles Mögliche gibt es da. Und die Idee ist ja, dass man mit der Auflösung der Anonymität auch dieses Verhalten auflösen könnte. Aber genau an dem Punkt, also an dieser Verknüpfung, haben Studien gezeigt, dass gar nicht Anonymität der ausschlaggebende Faktor sind, um sich so zu verhalten. Weil es auch viele Beispiele gibt, wo Leute sich unter Klarnamen und mit identifizierbarem Gesicht so verhalten. Und es wurde herausgefunden, dass eher psychologische, soziale Faktoren oder politische Motivationen eine Rolle spielen, sich so zu verhalten. Und dass man mit der Anonymität, also mit der Auflösung von Anonymität, gar nicht unbedingt dieses Verhalten komplett unterbinden könnte. Weil wer die Motivation hat, sich so zu verhalten, würde das auch weiter tun. Deswegen wäre jetzt meine Herangehensweise, auch wenn das jetzt nicht mehr mein Fachgebiet ist, wäre eher auf der anderen Seite anzusetzen. Also Leute, die mit diesen unangenehmen Erfahrungen, die ja dann auch teilweise kriminell sind oder die untersucht werden müssen, dass man halt diese Leute unterstützt und dass man dort auch vielleicht an die Polizei stärkt und dort auch konkrete Anlaufstellen schafft, die sich ganz schnell und unbürokratisch. Aber das ist dann jetzt eher Hans Gebiet, vielleicht. Ja, aber wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, weil, also da geht es natürlich dann auch um so eine, um die Frage der Haftbarkeit. Und ich glaube, wenn man von Anonymität redet, dann denkt man einfach immer, ja, okay, was will man machen? Die Person ist nicht greifbar. Natürlich kann man über die IP irgendwie was tracken und so, aber das Gefühl ist ja schon so, dass im Internet auf so sozialen Medien Sachen durchgewunken werden und vielleicht auch gar nicht den
den juristischen Weg nehmen, den sie vielleicht nehmen könnten, weil man wahrscheinlich eh davon ausgeht, dass es nicht von Erfolg gekrönt ist oder was auch immer. Also vielleicht kannst du, Hans-Christian, da noch ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube schon, also Morddrohungen im echten Leben kann man jetzt vielleicht an einer Hand abzählen, aber wenn man im Internet, weiß ich nicht, ein falsches Statement zum Tempolimit sagt, kann es sein, dass dein Postfach voll ist. Also insofern sehe ich da schon auch einen quantitativen Unterschied im Internet. Klar, aber genau das, was du sagst, also wenn, nur um das Thema Anonymität abzuschließen, aber mit deinem Beispiel, es wäre doch aber jetzt ein Unding zu sagen, das liegt nur an der Anonymität, sondern da spielen auch noch eine ganze Menge andere Faktoren eine Rolle. Wie wäre es denn allein mit der Distanz oder wie du gerade gesagt hast, eben der Möglichkeit, ganz viele Posts auf einmal abzusetzen. Es ist doch nicht nur rein Anonymität. Also wenn man quasi das alles nur auf die Anonymität des Internets schieben muss, muss man erstens sagen, erstens ist das Internet bei weitem nicht mehr so anonym. Natürlich weiß dein Social Media Provider ziemlich genau, wer du bist. Das ist zwar, sind viele Sachen zwar verboten, dich so weit aufzulösen, wie du bist. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht technisch sofort möglich wäre, dich sofort ausfindig zu machen. Ziemlich genau ausfindig zu machen. Ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen Cambridge Analytica-Skandalen oder ähnlichen anfangen, sondern einfach von der ganz normalen Datenspur, die du hinterlassen hast, selbst wenn der Account recht neu ist. Deswegen, um Anonymität abzuschließen, das ist eine zu einfache, eine zu plakative Antwort auf eine ganze Menge komplexe Fragen. Also warum verhalten sich Leute richtig eklig und unangenehm, wenn sie nicht irgendwie politisch motiviert sind oder zu irgendeiner Kampagne gehören, sondern quasi so das typische Internet-Arschloch sein. Warum ist das so, dass einfach nur zu sagen, es liegt an der Anonymität, es ist zu kurz, es ist populistisch. Also deswegen, ich habe eine klare Haltung zum Klarnamenzwang. Das ist ziemlicher, ich halte das für ziemlich eine zu einfache Lösung auf eine komplexe Frage. Das ist, glaube ich, Quatsch. Okay, wir können gerne noch weiter drüber, wir müssen eine ganz kurze Werbung machen. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass das die einzige Lösung ist oder dass das nur so ist und damit ist alles schon geregelt, aber es ist, glaube ich, schon auch ein Teil des Problems. Ich rede jetzt nicht unbedingt immer nur von nachvollziehbar oder nachverfolgbaren Straftaten, aber gerade wenn wir im Bereich der Trolle sind, die wissen natürlich schon auch genau, wie sie sich durchs Internet navigieren müssen, um eben, sage ich mal, die Leute zu triggern, ohne aber wirklich mit Konsequenzen drohen zu müssen. Und da weiß ich nicht, ob wenn das der, wenn, also jetzt gerade, ich kann ja von uns hier sprechen, bei Rocket Beans, wir haben ja auch nun eine nicht kleine Gruppe an Hatern, wenn wir da genau wüssten, wer das ist, namentlich, weiß ich nicht, ob die Person, wenn man die dann mal anschreiben würde oder keine Ahnung, das wäre schon nochmal was anderes, als wenn du irgendwie in einem Reddit-Forum Blademaster 2K bist und einfach die schlimmsten Sachen postest und wenn du gesperrt wirst, hast du in einer Stunde einen neuen Nickname. Also ich glaube zwar nicht, dass Klarnamen die Lösung aller Probleme sind, aber ich glaube auch nicht, dass Anonymität so unbedenklich ist. Nee, es gehört, wie gesagt, zu einem ganzen, sagen wir mal, Motivationsbündel oder zu dem ganzen, zu den beiden Aspekten spielt es natürlich eine Rolle, die Anonymität. Aber Pseudonyme kann man, wie gesagt, auch auflösen. Weil ich meine, wenn du jetzt euer Beispiel mit den Hatern nimmst, dann geht es dir eigentlich gar nicht so sehr um die Anonymität, sondern um die Distanz. Du sagst quasi, wenn ihr das rauskriegen würdet, ihr könnt den Brief schreiben oder würden die dir das auch ins Gesicht sagen? Ja, wahrscheinlich nicht. Dann ist aber eher das Problem quasi so dieser riesen Distanz, der Abstand, weniger die Anonymität, weil es gibt Mittel und Wege, die sind rechtlich unbefriedigend, gebe ich zu. Also sehe ich übrigens auch so, bevor ich sage, kritisiere ich es. An die Leute heranzukommen. Also du kannst durchaus an die Social-Media-Anbieter herantreten und die Herausgabe der Namen verlangen. Das ist jetzt durchaus möglich und da sind auch in den letzten Jahren ein paar Urteile gewesen, die auch erst ziemlich skandalträchtig waren, aber Rechtsfindung oder zumindest Rechtsprechung braucht halt immer auch ein bisschen Zeit, gerade in dem Bereich wie jetzt Social-Media-Plattform oder Medienintermediär, die es in der Form vor 10 Jahren noch gar nicht gab oder zumindest die nicht so eine Auswirkung hatten. Es braucht auch immer ein bisschen. Aber also was ich immer nur sagen will, ist, dann geht gegen die Leute vor. Also löscht erstmal die Kommentare, blockt es, ihr könnt euch da quasi eine eigene Hausordnung geben und geht so scharf, wie es geht, gegen die vor, dass sie halt merken, das ist nicht konsequenzlos. Das passiert ja auch, aber es geht da ja auch um Aufwand und Ertrag. Also es ist ja dann, wenn einer, als Troll relativ viel Schaden anrichten und trotzdem, glaube ich, kommt drauf an.
Kommt drauf an. Da würde ich, das Ding ist bei diesen Trollen, also das ist jetzt wieder kein Jura. Naja doch, also wenn es jetzt um Mobbing oder so geht, glaube ich, also das weiß ich ja aus eigener Erfahrung. Es geht aber nicht um den Troll, es geht doch um die 90%, die auch noch mitlesen. Mit dem Troll selber kannst du nichts machen, aber es ist doch nicht so, das ist doch kein, dadurch, dass es halt alles in der Teilöffentlichkeit stattfindet oder in der Social-Media-Öffentlichkeit auf YouTube oder Reddit oder was weiß ich wo, es geht doch nicht nur um dich oder Rocket Beans und den Troll, sondern es geht doch um die 98% der Leute, die das mitlesen. Aber ich will Andrea da nicht vorweggreifen, weil das eigentlich eher Kommunikation als Jura ist. Das hat eine ganze Menge mit öffentlichem Meinungskampf zu tun, aber es geht doch eigentlich eher um die, dass du sagst, ja, das lassen wir nicht stehen. Wir moderieren das, wir löschen das zur Not auf, wir gehen gerichtlich gegen die vor und zeigen damit allen anderen, ey Leute, unser Kommunikationsraum, diese Regeln gelten hier, wir können gern kritisch diskutieren, aber Arschloch ist Arschloch. Aber das kannst du ja nicht auf Plattformen, die dir nicht gehören. Aber lass uns da gleich noch weiter drüber reden, wir machen eine ganz kurze Werbung und dann geht's hier weiter um dieses spannende Thema Trolle und wie man, was man vielleicht überhaupt machen kann gegen Hate im Internet. Bis gleich. Wir sind zurück bei Almost Daily und sprechen mit Andrea Hamm, Doktorandin am Weizmaum-Institut, und Hans-Christian Gräfe, wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Berlin und Volljurist zum Thema, über das Thema Internet. Und wir waren gerade ganz toll beim Thema Trolle, Social Bots, öffentliche Meinungsbildung und so weiter. Das hängt ja alles miteinander zusammen und sind gerade so ein bisschen auch leicht abgedriftet in das Thema Anonymität und wie wichtig oder wie schädlich ist Anonymität überhaupt oder wie kann man trotzdem Hate und Internetmobbing überhaupt entgegenwirken? Und Hans-Christian, du hast ja auch eben noch mal gesagt, und da stimme ich auch auf jeden Fall zu, wenn es keiner liest, dann ist im Prinzip auch kein Schaden entstanden. Schwierig wird es dann aber eben bei Plattformen, also wir bei uns, ich kann jetzt, wie gesagt, immer von unserem Kosmos reden, wir haben hier die Möglichkeit, in unserem Forum, in unseren Chats, durch Moderation oder sogar auch auf unseren YouTube-Channeln zu moderieren und gegenzuwirken. Wenn es aber dann zum Beispiel auf Reddit passiert, da sind dann schon unsere, das fällt dann nicht mehr in unseren Machtbereich, da sind wir dann schon da auf Dritte oder auf andere angewiesen. Und da ist es dann eben nicht so einfach, das durch Blocken oder so, ja, zu verhindern. Und wir können auch natürlich dann nicht steuern, wie viele Leute es sehen. Und wir haben auch Haterforen, das lesen Tausende von Leuten. Und da ist relativ schwer beizukommen. Andrea, du scharrst schon mit den Hufen. Ja. Ja, also wir haben jetzt ja relativ lange über schädliche Auswirkungen oder möglicherweise schädliche Auswirkungen gesprochen, und ich würde gerne noch mal eine andere Perspektive auf das Anonymitätskonzept bringen. Und zwar ganz allgemein gesagt ist Anonymität eine Grundlage, um sich so zu verhalten, also sich entgegen der sozialen vorherrschenden Normen zu verhalten. Und das kann halt je nach Kontext auch total positive Auswirkungen haben. Also zum Beispiel, wenn man an Whistleblowing denkt, dass man eben Teil einer Organisation ist, in der irgendwas schiefläuft und man weiß nicht, an wen man sich wenden soll, dass man dann eben Kanäle hat, im Schutz der Anonymität diese Missstände zu kommunizieren und auch an einer breiteren Öffentlichkeit teilhaben zu lassen. Oder eben auch der Schutz journalistischer Quellen. Also das geht in eine ganz ähnliche Richtung, dass wenn Journalismus, investigativer Journalismus, ist natürlich darauf angewiesen, dass er auch Quellen hat, die, also investigativer Journalismus ist Aufdeckungsjournalismus von gesellschaftlichen Missständen zum Beispiel oder von Fehlverhalten. Und da ist natürlich Anonymität ein ganz großes Thema. Also viele Leute würden ohne den Schutz der Anonymität gar keine Aussagen machen. Und das passiert eben heutzutage auch sehr stark vermittelt über digitale Tools, also Messenger oder auch Social-Media-Plattformen. Ein drittes Beispiel, was ich gerne noch erwähnen würde, wären Tabuthemen oder auch Opfergruppen, die sich zusammenfinden im Schutze der Anonymität und die Möglichkeit haben, sich auszutauschen oder auch sich gegenseitig Unterstützung zu geben, eben in dem Schutze, dass sie anonym sind. Und wenn man jetzt eine pauschale
Klarnamenpflicht einführt und Anonymität komplett aufhebt in unseren sozialen Netzwerken, dann würden auch viele, viele sehr positive Effekte, die auch gut für die Demokratie sind oder gut für die für den sozialen Fortschritt, dass sich eine Gesellschaft weiterentwickelt, würden dann wegfallen. Und das ist halt auch noch eine Sache, die man bedenken sollte, wenn man wenn man über Anonymität spricht. Das, ja. Ich finde, dass ich da kurz noch ergänze, man muss auch ein bisschen auch immer eine praktische Frage im Hinterkopf behalten. Was, nehmen wir mal jetzt euer Reddit-Beispiel oder nehmen irgendein Forum, das klein ist, sitzt in, was weiß ich wo, irgendwo wo außerhalb der EU, außerhalb der USA, kein Rechtshilfeabkommen oder ähnliches. Ja, und da wird die ganze Zeit nur über die beiden Rocket Beans-Moderatoren hergezogen, die ganze Zeit. Was willst du denn dagegen machen, wenn du an die Leute nicht rankommst, an das Land nicht rankommst, auch nicht herausfindest, was das ist? Und was würde dir ein gesetzlich regulierter in Deutschland oder in der EU Klarnamenzwang helfen, wenn sich das Forum einfach auch nicht daran halten würde? Aus genau den gleichen Gründen, warum es sich jetzt nicht jetzt da lauter Hass ist, weil es halt einfach ein, sozusagen ein Raum ist, der irgendwo ist, gut versteckt ist, vielleicht auch nicht die große Bedeutung hat, dass man eben nicht die Rechte durchsetzen kann. Willst du die Webseite dann geblockt haben? Dann suchen die Leute sich andere Mittel und Wege, dahin zu kommen. Also man muss bei dir immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn du halt quasi so eine einfache Antwort findest, der Klarnamenzwang würde euch da auch nicht helfen, weil das Forum, das irgendwo sitzt und klein ist und in Nischen läuft, sich sowieso nicht dran halten würde. Das ist jetzt kein Argument gegen vernünftige Regulierung, aber es ist manchmal halt so, wenn du das Beispiel immer krasser bildest und es sich kaum noch vernünftig auflösen lässt, ist das aber kein Argument gegen eine grundsätzliche, vernünftige, solide Regulierung. Und da zu sagen, Klarnamenzwang löst die Probleme, halte ich halt für ein bisschen populistisch oder ein bisschen für zu kurz gedacht. Ja. Wie ist denn, es wäre vielleicht auch eine Frage an dich, Hans-Christian, wenn man jetzt sagt, Klarnamen sind es nicht, sondern man muss eher von der anderen Seite kommen und über die Plattformen an ist die Leute. Ist doch schon so. Genau, das wäre nämlich genau meine Frage, wie da eigentlich so der Stand ist. Ich meine, man kennt ja genug prominente Beispiele, wenn also Karl Lauterbach oder andere posten ja immer gerne mal so, hier diesen Schrieb schicke ich jetzt wieder raus an Anzeigen und so weiter. Ja. Würdest du sagen, der Stand bei den Plattformen, sei es Twitter, YouTube und so weiter, also wo stehen wir da so? Sind die kooperativ genug, Daten rauszugehen, oder sind es nur die Großen, die schon kooperativ genug sind, und die Kleinen, die du gerade ansprichst, hängen da noch sehr hinterher mit Schwierigkeiten? Also wo stehen wir da eigentlich gerade so? Wir sind gerade quasi in so einem Zwischenschritt, sagen wir mal so. Also Zwischenschritt, wohin, ist die nächste Frage. Also finden wir überhaupt eine Lösung, die in 5 Jahren relevant und praktikabel ist, und interessiert uns dieses Plattformthema in den nächsten Jahren überhaupt noch so sehr? Da geht es sich eher in Richtung Dezentralisierung, die alles schwieriger macht in dem Bereich. Aber es wurde vor ein paar Jahren in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt, und das überhaupt erstmal Leute benannt hat, also Zustellungsbevollmächtigte, dass überhaupt erstmal die Anwälte und Anwältinnen, die dann Karl Lauterbach oder Renate Künast vertreten, überhaupt zustellen konnten, sagen, dem Motto, hier diese Kommentare, mach doch mal was dagegen auf gesetzlicher Grundlage und nicht auf Grundlage der Facebook oder der Plattform AGB. Und da hat sich einiges getan. Es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt vollumfänglich befriedigend ist. Das liegt aber, man müsste da eher Rechtsanwälte fragen, die Tag und Nacht nichts anderes machen. Aber das, was ich so höre, also das jetzt ein bisschen Hearsay aus der Praxis, ist, dass es besser geworden ist, aber noch bei weitem nicht gut, weil halt, ich glaube, auch eine ganze Menge Prozesse nicht ordentlich funktionieren. Ja, wenn du sagen könntest, ja, ich wurde jetzt hier wirklich schlimm persönlich beleidigt, ich kann eine digitale Anzeige bei der Polizei stellen, es gibt Schwerpunktstaatsanwaltschaften, gibt es doch nicht so viele, ein paar gibt es schon, ja, machen auch gute Arbeit von dem, was ich so lese, aber Deutschland hinkt bei vielen Bereichen der Digitalisierung einfach ziemlich hinterher, nicht nur die Rechtsprechung, sondern auch die Gesetzgebung und vor allem die Exekutive. Also wenn es jetzt halt einfach möglich wäre, dagegen vorzugehen auf digitalen Wege, ohne Medienbruch, und alles schnell gehen würde und du quasi eine schnelle Prüfung hättest, ist das hier berechtigt, dass die Namen herausgegeben werden und es geht den normalen Weg zu Gericht, aber möglichst auch alles digital und schnell, dass quasi irgendwann die Sanktion auch ankommt. Ich glaube, würden eine Menge Probleme auch ein bisschen aufgehoben werden. Was man aber auch noch dazu sagen muss, wieder so ein Salzkorn in der Suppe oder Essig in der Suppe,
ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, viele, die in der Öffentlichkeit stehen, also ihr oder in viel krasserem Maße noch Karl Lauterbach, der ja wahrscheinlich so meist gehatet im letzten Jahr mit war, sind auch ein bisschen biased, weil die natürlich mit ganz anderem Hass überzogen werden oder mit ganz anderen Sachen überzogen werden, weil, als quasi so Otto-Normalverbraucher oder Otto-Normalverbraucherin. Also muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Ob ja gut, aber die müssen ja auch geschützt werden im Internet. Also die kann man ja nicht rausnehmen. Ja, so doof es ist. Ich meine, nee, natürlich nicht rausnehmen, aber sie müssen sich auch wesentlich mehr gefallen lassen. Weil wenn du, quasi das ist so klassisches Äußerungsrecht oder klassisches Medienrecht. Je weiter du rausgehst und dich nach draußen begibst in die Öffentlichkeit, desto mehr musst du dir auch gefallen lassen. Und gerade im politischen Meinungskampf musst du dir keine irgendwie sexuelle Beleidigung gefallen lassen, wie Renate Künast, ganz im Gegenteil. Aber ganz schön harsche Kritik auf harsche Positionen musst du dir gefallen lassen. Und so doof, es ist jetzt kein Plädoyer dafür, Politiker zu beleiden, ganz im Gegenteil. Das ist aber wir reden ja auch nicht von Kritik. Wir reden ja auch nicht von Kritik. Wir haben ja von Morddrohungen zum Beispiel geredet oder Beleidigung. Ja, aber ja, darum geht es ja. Klar, es geht ja nicht um Kritik. Klar. Es geht nicht darum, dass man Politiker oder Menschen in der Öffentlichkeit nicht kritisieren soll, sondern es geht natürlich schon um wesentlich drastischere öffentliche Äußerungen. Und ich würde aber da auch gerne mal den Fokus von den persönlichen, von den öffentlichen Personen wegnehmen, weil Stichwort Cybermobbing. Es ist eben ja nicht etwas, das exklusiv Menschen in der Öffentlichkeit haben. Das kann schon im Klassenzimmer passieren, bei Jugendlichen, Kindern teilweise. Was kann man machen, um dort auch schon zu schützen auf der, sage ich mal, schon eher kleineren Ebene im Bereich Social Media? Mehrere Aspekte. Erstmal Aufklärung. Also, das hört sich jetzt immer ein bisschen doof an, wenn du dann immer sagst, Medienkompetenz und Aufklärung. Aber erstmal überhaupt die Aufklärung zu sagen, das, was in der echten Welt, was du unter vier Augen sagen würdest, nicht okay, ist da auch nicht okay. Also es hat natürlich auch viel mit ich wollte jetzt gerade sagen Bildung. Bildung ist aber das falsche Wort, sondern quasi ein Bewusstsein dafür zu wecken, gerade auch bei Jugendlichen, die ja, so doof es ist, manche Sachen auch die Grenzen erst erfahren oder erlernen müssen und andererseits quasi auf Durchsetzungsebene, so doof es ist, ein Digitalisierungsschub, dass du eben schnell nachvollziehen kannst. Es sind ja nicht allein die Plattform oder Telegram oder WhatsApp schuld daran, sondern auch, dass wenn du quasi einen Screenshot davon machst, den Screenshot ausdrucken musst, den Ausdruck mit einem Brief zur Staatsanwaltschaft oder zur Polizei schicken musst, die tippen das dann noch ab und faxen es weiter, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir im Rahmen eines digitalen Prozesses vorstelle. Also da gibt es ultra viele Baustellen. Also ich meine, ihr seht das ja jetzt auch in unserem Gespräch schon. Wir kommen quasi von einem Thema immer zum nächsten, weil es so viele Baustellen gibt da gerade. Ist denn, das ist vielleicht auch eine Frage an Andrea, eher weil es so eher Richtung Kommunikationswissenschaft geht, wenn wir da sind, ist sowas wie Internet Kompetenz und sowas im Jugendbereich und sowas, ist das auch was ihr angeht oder erforscht oder so, wie es da so abgeht unter Kindern, unter Jugendlichen, wie die da rangehen oder fällt das auch so in euren Bereich grob? Also da gibt es auf jeden Fall Forschung zu, die ist auch interdisziplinär, also die geht auch Richtung Psychologie oder auch Erziehungswissenschaften, also gerade was dann die pädagogischen Ansätze betrifft. Ich würde gern nochmal auf einen Effekt, der relativ bekannt ist in der Kommunikationswissenschaft, der aber außerhalb wahrscheinlich kaum gehört wurde. Da geht es so ein bisschen um Gewöhnung und darum, dass wenn neue Medien in unser Leben treten oder in gesellschaftlich relevant werden, dass sie erstmal ziemlich starkes Aufsehen erregen und auch dazu führen, dass viele Leute sich Sorgen machen, was jetzt mit diesem Medium ist und wie uns das beeinflussen könnte und ob das die Demokratie irgendwie schädigt oder auch psychologische Schäden hervorruft. Ein Beispiel aus den, ich glaube, das war aus den 30er Jahren, wenn ich mich nicht irre. Da ging es um ein Hörspiel in einer US-amerikanischen Stadt, was über Radio gesendet wurde. Und zwar war das Hörspiel Krieg der Welten. Krieg der Welten, genau. Ja. Und das, also beim Radio ist es ja so, das läuft ja linear und man macht es an und dann läuft da irgendwas und das ist dann schon am Laufen, wenn man nicht pünktlich einschaltet.
Und da war das dann so, dass die Leute das gehört haben und haben dann gedacht, oh Gott, die Außerirdischen kommen und waren irgendwie dann ganz panisch und das war dann wirklich so eine Art Ausnahmezustand in diesem Ort, wo das gesendet wurde. Und dann irgendwann kamen Gewöhnungseffekte, dass Leute sich an das Medium Radio gewöhnt haben und wussten, okay, da kommen auch mal fiktionale Sachen und nicht alles, was dort gesagt wird, ist jetzt sofort relevant für mich. Wie jetzt so eine Lautsprecherdurchsage von der Polizei, muss ich da nicht irgendwie sofort aktiv werden? Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass auch solche Gewöhnungseffekte mit den sozialen Medien es gibt so eine Art Gewissheit, dass das auch einsetzen wird. Also dass bestimmte Effekte, die wir jetzt haben, die uns sehr stark beschäftigen, wo die Leute noch keinen guten Weg gefunden haben, damit umzugehen, dass sich auch viel im Laufe der Zeit über Lerneffekte lösen wird. Also dass die Frage ging ja um Kinder und Jugendliche und dass die natürlich sehr früh und auch sehr intensiv Kontakt haben mit allen möglichen Apps, mit Messengern, mit Spiele, Apps und es gibt dann ja auch immer weitergehende Regulierung von bestimmten Themen, dass zum Beispiel Kinderbereiche geschaffen werden müssen für bestimmte Apps und dass Eltern auch Kontrollfunktionen einstellen können, um eben die Zugänge ihrer Kinder stärker zu regulieren und es gibt dann da so ein Annähern. Also am Anfang ist alles relativ extrem und dann wird es irgendwann immer geordneter und klar, aber das ist natürlich kein Argument dafür, dass man irgendwie nichts tun sollte. Es muss natürlich, gerade weil es geordneter werden muss und weil es Leute gibt, die unter vielen Dingen leiden, also seien es schlimme Mobbingfälle oder Suizidgedanken unter Kindern und Jugendlichen oder auch Essstörungen, dieser Schönheitswahn auf Instagram ist wirklich ganz furchtbar, wo dann irgendwie man möglichst unnatürlich sich inszenieren muss und dafür stundenlang am Tag sich irgendwie die Zeit aufwendet und anstatt rauszugehen, auf Bäume zu klettern, wie das mein Papa früher immer so gesagt hat. Und also wir leben halt in einer Welt voller digitaler Tools und es gibt viel zu tun. Also ich meine, Forschung versucht halt hier auch viel zu überbrücken, also dass eben ein Verständnis dafür geschaffen wird, was jetzt angegangen werden muss und was vielleicht sich auch mit der Zeit irgendwie einpegelt. Ich denke, die solche Sachen wie Hate Speech im Internet sind auf jeden Fall ein wichtiges Thema, für das man noch bessere Lösungen braucht, als jetzt einfach irgendwie irgendwo melden und hoffen, dass sich die Plattform darum kümmert. Aber es ist ja nicht so, dass daran nicht gearbeitet wird. Also gerade genauso wie wir mit euch jetzt darüber diskutieren, wir beide, aber auch hier am Institut, es finden viele Gespräche, gerade auch mit Politik oder mit Ministerien oder im Hintergrund statt. Also diese Themen, die uns jetzt hier gerade sehr beschäftigen, beschäftigen natürlich auch die Politik. Aber genauso wie Andrea gerade beschrieben hat, dass erstmal eine gewisse Gewöhnung stattfinden muss, dauert es natürlich auch immer eine gewisse Weile, bis halt Gesetzgebung da ist. Und manchmal ist die gut, manchmal eher nicht so. Und das ist halt leider ein bisschen das Problem, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben oder es wird auch meines Erachtens nicht langsamer, aber die Politik halt eine gewisse Zeit braucht, um selber es erstmal zu analysieren und auch Aber worüber sprechen wir? Ich meine, Facebook gibt es seit 15 Jahren, Twitter gibt es seit 10 Jahren. Woran müssen wir uns denn gewöhnen da noch? Also naja, das Facebook, das es 2010 gab und das Facebook von heute haben, glaube ich, nicht mehr so viel gemein. Also gerade was so die Algorithmisierung angeht oder die Auswirkungen auf die Öffentlichkeit. Außerdem musst du doch zugeben, dass es einen Unterschied gibt, als wenn Facebook irgendwie Milliarden Leute erreichen kann oder das kleine Haterforum in was weiß ich, wo das keiner liest außer den Hatern. Also das außerhalb in der öffentlichen Diskussion keine große Rolle spielt. Und das war jetzt quasi auch vor ein paar Jahren der Ansatz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dass man sehr viel kritisieren kann. Aber eine der Grundideen war, in die Regulierung fällst du erstmal nur, wenn du eine gewisse Größe erreichst. Also ja, aber man hat schon das Gefühl, dass also die Politik deutlich langsamer ist als die tatsächliche Entwicklung. Und es bringt mir ja auch nichts, wenn in 20 Jahren irgendein Gesetz erlassen wird oder so. Also und da würde mich auch interessieren, Stichwort Medienkompetenz, wer vermittelt die denn
eigentlich? Gibt es mittlerweile, also ich weiß es jetzt, mein großer Sohn ist in der Grundschule, da gibt es das Thema noch nicht. Gibt es diese Themen in der Schule? Werden die angegangen, wie man sich in Social Networks verhält? Und auch zum Beispiel, habt ihr ja auch angesprochen, die Auswirkungen sich bewusst zu machen, mit Opfern von Cybermobbing zu reden. Ich weiß, in meiner Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch war, da wurde natürlich sowas, aber quasi analog berichtet. Also wenn ein Schüler oder eine Schülerin fertig gemacht wurde oder so, dann haben wir darüber gesprochen, was das für Auswirkungen haben könnte und so weiter. Gibt es das auch in jetzt heutzutage in einer digitalen Form? Wer bringt den jungen Menschen denn Internetkompetenz oder Medienkompetenz überhaupt bei? Weil ich glaube nicht, dass das die Eltern teilweise können und wollen und machen oder vielleicht auch einfach die Zeit gar nicht haben. Ich habe dazu eine Meinung. Ich möchte aber lieber noch ein bisschen, also Andrea, vielleicht, dass du was, was nicht Meinung, sondern Fakten ist. Also es ist leider auch gar nicht das Gebiet, in dem ich unterwegs bin. Ich könnte mir vorstellen, von dem, was ich jetzt auch, aber auch nur als Leserin von diversen Medienartikeln und so gehört habe, dass es sehr unterschiedlich aussieht. Also es gibt einige Schulen, die da sehr stark sind und die da auch Schwerpunkte oder Projektwochen organisieren und da sehr viel Wert drauf legen. Und dann gibt es auch einige, wo das noch gar nicht auf dem Lehrplan steht. Ich bin da aber überfragt, was da die Politik organisiert hat, also die Kultusministerkonferenz, was da in den Schulen unterrichtet werden muss oder nicht. Es ist natürlich auch immer Landessache, aber zumindest können wir, um uns ein bisschen rauszureden, sagen, wir haben tatsächlich mal einen Lehrerworkshop gegeben zu genau dem Thema. Und zwar nach einem Vortrag, den wir lustigerweise auch zusammen gehalten hatten, kam damals ein Lehrer aus NRW. Und der hat, das weißt du besser, du hast die Kontaktaufnahme lief über dich. Ja, das war ein Mitarbeiter vom Lehrerfortbildungswerk oder Fortbildungsgesellschaft in NRW und der ist auf uns zugekommen nach unserem Vortrag auf der Republika, wo wir auch über Social Bots und Trolle und Meinungsfreiheit und illegitime Kommunikation im Netz gesprochen haben. Und dann haben wir für, ich glaube, das waren 60 Teilnehmende. Das waren zwei Gruppen, oder? Zwei Gruppen, genau. Ich glaube, jeweils 30. Haben wir dann einen Tagesworkshop gemacht, wo wir eben über genau diese Begriffe gesprochen haben, was sind Trolle, was sind Social Bots? Also alles Lehrerinnen und Lehrer, nicht irgendwer. Genau, und da hatten wir, also das haben wir auch total gerne gemacht, weil wir auch die Hoffnung hatten, dass das dann eben so einen Streueffekt hat, also dass wir selber so eine Art Bots sind, wo die Information skaliert von einem Lehrer zu den Klassen und dann in verschiedene Klassen zu verschiedenen Schulen. Und genau, also ich glaube, da kann man nie genug machen in diesem Bereich, gerade weil sich die digitalen Plattformen auch so schnell wandeln und jetzt ist irgendwie Instagram cooler als Facebook und wer weiß, was mit TikTok noch so ist und vielleicht ist TikTok auch irgendwann wieder weg. Es gibt halt immer wieder neue Herausforderungen und man muss eigentlich ständig dabei bleiben, neue Workshops zu machen oder also neue Bildungskampagnen zu machen. Und gerade dadurch, dass es so schnelllebig zurzeit ist, also zumindest vorsichtige Einschätzung, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Generationenproblem. Also wenn wir so über Digital Natives reden oder Generation Y und Z, ich meine, das, was im Grunde, wenn wir jetzt hier drüber sprechen, ist es doch eine Art Medienkompetenz und ihr habt ja selber auch eine Reichweite von gewissen Leuten, eine gewisse Reichweite an junge Leute. Es hilft nichts anderes, als ein Bewusstsein zu schaffen für viele Probleme und das manche, das ist jetzt wieder so ein bisschen doofer Spruch, es gibt jetzt nicht immer die einfache Antwort auf diese komplexen Fragen, aber so haben wir es zumindest mal im Jurastudium gelernt, wenn du mal seine Oma fragen würde, würde sie sagen, ist das gut oder richtig, ist das richtig oder falsch, dann trifft das schon auf 90% der Fälle hinzu und ich glaube nicht, dass es jetzt so schwierig ist, das Jugendlichen zu vermitteln, dass ein paar Sachen, die quasi im echten Leben oder im analogen Leben nicht in Ordnung sind, auch da nicht in Ordnung sind und dass ein gewisses Bewusstsein auch bei Jugendlichen, die sind ja nicht blöd, die sind nur jung, schon da ist, das zu schaffen, ist quasi wie immer Aufgabe Eltern, Schule, Medien, Intermediäre vielleicht mal. Also da können sich die Leute, glaube ich, nicht aus der eigenen Pflicht nehmen, weil so doof das ist, wenn ich jetzt meinem Kind gestatte, mit, weiß ich nicht, mit 10 ein Smartphone zu haben, aber keine Ahnung habe, was da drauf passiert oder was da für auch Gefahren hinterstecken, muss ich mich selber vielleicht ein bisschen hinterfragen. Also so doof das ist, es gibt ja eine ganze Menge Möglichkeiten, das auch jugendkonform zu nutzen, auch in Deutschland. Ich bin jetzt kein Jugendschutzrechter, ich
habe mit Paar zu tun. Es gibt da Möglichkeiten, wie man da auch als Eltern Einfluss drauf haben kann. Du musst dich halt dann nur damit beschäftigen. Aber das ist quasi bei jeder Technologie immer das Gleiche. Wenn ich eine gewisse Technologie nutzen will, muss ich mich zumindest ein bisschen damit auseinandersetzen. Es ist jetzt eigentlich egal, ob das eine digitale Technologie ist oder irgendwas Analoges. Gerade in der Verantwortung gegenüber Jugendlichen nimmt einen das nicht aus, nur weil das halt einfach cool ist und schnell funktioniert. Ja. Ich würde auch wirklich gerne noch hinzufügen. Diese Computerspieldiskussion vor 10 Jahren, ja, genau das Gleiche. Ja, ich würde auch wirklich gerne noch hinzufügen, dass Medienkompetenz oder Internetkompetenz oder der geschulte Umgang damit, dass das auch nicht nur eine Sache von jungen Leuten ist, sondern dass auch gerade ältere Leute, die sich ja jetzt auch vermehrt, also jetzt schon in den letzten Jahren, vermehrt auch auf soziale Medienplattformen anmelden und dort auch aktiv sind, dass auch dort viel Aufklärungsbedarf besteht. Absolut. Also gerade in Richtung Desinformation oder jetzt, es gab ja auch sehr viel Falschinformationen im Rahmen der Impfkampagne und das sind halt auch Sachen, die darf man nicht vergessen, weil eben bei Medienkompetenz immer schnell nur auf die Kinder und Jugendlichen geguckt wird. Ja. Und die haben aber noch unter Umständen noch gar kein Wahlrecht. Deswegen muss man da auch schauen. Darf ich noch einen Mini-Schlenker machen? Bitte. Und zwar gab es vorhin kurz das Stichwort, dass die Medien oder Vernetzung ja überall um uns rum inzwischen ist, auch bezüglich des Thema Medienkompetenz haben wir eben drüber gesprochen. Also Stichwort, alles ist vernetzt, Big Data, überall um uns rum. Ich kann mit meinem Smartphone den Rasenmäher steuern oder sonstiges. Davor stehe ja auch dran, soweit ich weiß, was die ganze Vernetzung und Datenmenge und so weiter angeht. Meine Frage ist, wenn man da forscht, ist es eher, oh ja, wie cool, was für Möglichkeiten. Und ich kann hiermit das steuern und weiß gleichzeitig, was in meinem Schlafzimmer passiert, weil alles vernetzt ist. Ist es eher cool, was für Forschungsmöglichkeiten, oder ist es, oh Gott, alles ist vernetzt. Meine Tony-Box hört mit, wenn ich private Gespräche führe oder sonstiges. Also was würdet ihr sagen, oder hält es sich die Waage? Ist es mehr so Forschung, Gefahren, Big Data, Vernetzung und so weiter, oder ist es eher Chancen und juhu, toll, was da alles passiert? Eine schwere Frage zu ändern. Eigentlich nicht. Eigentlich soll ich mal anfangen? Eigentlich ist eine ganz leichte. Okay, sehr gut. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ja, also tatsächlich ist es ganz witzig, weil genau zu dem Thema ist ein Kollege von uns, der auch in der gleichen Forschungsgruppe ist, der beschäftigt sich damit, ob unsere Smartphones mithören, wenn wir die auf dem Tisch haben, und hat da auch Studien zu durchgeführt. Also ich würde sagen, hier am Weizenbaum-Institut haben wir vielleicht eher diese Oje-Haltung. Also, oder einige Leute von uns haben diese Oje-Haltung, weil wir eben sehen, dass wir als öffentlich gefördertes Institut gerade nicht diese Idee haben, neue Marktinnovationen irgendwie vorantreiben zu wollen, sondern wir schauen schon genau, was macht es mit den Leuten. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Soziale Medien und das Wohlbefinden, also die schaut sich psychologische Effekte an, und wir heißen Verantwortung und das Internet der Dinge. Also das Internet der Dinge ist ja so ein Marketingbegriff dafür, dass überall kleine Sensoren sind, die Daten sammeln, und wir schauen uns das eben aus der Perspektive an, dass man verantwortungsvollen Umgang damit hat. Also mein Thema konkret geht in Richtung Nachhaltigkeit. Ich habe mir angeschaut, wie engagierte Bürgerinnen und Bürger Sensoren selber zusammenbauen, also so Sensorkits selber zusammenbauen, und die bei sich zu Hause oder in ihrer Stadt aufhängen und Daten sammeln zu einem Thema, was sie persönlich betrifft, also Luftverschmutzung zum Beispiel oder Wasserqualität, und die dann mit diesen Daten auch Argumente sammeln, die sie dann in den entsprechenden Institutionen in ihrer Stadt oder in ihrer Kommune dann auch diskutieren können oder öffentlich machen können und damit eben auch gewisse Themen setzen, die vorher ohne diese Daten nicht gesetzt worden wären. Ja, vielleicht noch ein allgemeiner Schwenk. Wir als Grundlagenforschungsinstitut haben schon eher so den Ansatz, Prozesse zu verstehen und Erklärungen zu finden für Phänomene, die da sind, und daraus dann gewisse
Empfehlungen vielleicht auch ableiten zu können oder Effekte zu beschreiben. Und dann gibt es natürlich noch die angewandte Forschung oder auch Industrieforschung, die dann natürlich eher in Richtung neue Innovationen entwickeln. Wie kann ich irgendwie einen Rasenmäher noch schneller machen? Welches Kabel muss ich austauschen? Oder, also das ist überhaupt nicht mein Gebiet. Aber wie kann ich meinen Code noch schneller programmieren, dass er nicht die ganze Nacht rechnet, sondern das in einer halben Stunde schafft? Und also diese Arbeit wird eher in der angewandten Forschung gemacht. Ja, ich finde, es ist alles, diese ganzen Themen, allein über Big Data können wir hier stundenlang diskutieren. Ja. Es sind so viele spannende Themen. Wir können natürlich nur ein bisschen jetzt hier innerhalb dieser Stunde ein bisschen an den Oberflächen kratzen. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Ich würde gerne noch, vielleicht noch mal ganz kurz auf die MINT-Kampagne eingehen, weil das ist ja letztendlich auch der Grund, weshalb ihr auch eigentlich hier seid. Wir sind da natürlich abgedriftet in alle anderen Bereiche, aber wie können wir denn jetzt, wie gehen wir jetzt hier raus aus diesem Almost Daily und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, ja, yo, Naturwissenschaften, da mache ich aber mit. Was sind die konkreten Andockpunkte, die man auch jetzt jungen Menschen mitgibt, wenn man sich für diese Bereiche interessiert? Und ich finde, ihr gebt ja auch beide ein sehr gutes Beispiel dafür ab, dass man auch tolle Berufe erlernen kann in diesen Bereichen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber also auch spannende Betätigungsfelder. Was würdet ihr gerne noch den jungen Menschen mit auf den Weg geben? Aha. Soll ich anfangen? Fang gerne an, Hans-Christian. Ja, wir haben da ja ein bisschen eine andere Perspektive drauf, die aber nicht, glaube ich, trotzdem gar nicht so schlecht ist, weil wir ja beide eher Geisteswissenschaftler oder wir beide aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich kommen. Das, was ich super cool finde hier an dem Institut und weshalb diese Kampagne auch, weshalb ich diese Kampagne so auch persönlich supporten würde, selbst wenn jetzt nicht das am BMBF hängen würde, ist dieser Austausch mit all den Fächergruppen. Und für mich als Jurist ist es ungemein bereichernd, wenn du quasi Techniker hast, also Leute aus dem MINT-Bereich hast, die aber über das Feld ein bisschen hinausschauen wollen, die quasi sagen, ja, ich habe jetzt eine riesige technische Expertise, aber Technik allein gesehen löst quasi keine Probleme, sondern wir brauchen diesen interdisziplinären Austausch. Und umgekehrt ist deswegen meine oder wahrscheinlich Andreas Perspektive auch mit, dass ein gewisses Faible für MINT brauchst du auch, wenn du hier arbeitest. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so, dass du sagst, oh, ich konzentriere mich jetzt so sehr auf einen Bereich, und mit Mathe habe ich als Jurist gar nichts zu tun. Das ist so, ich glaube, das ist in ein paar Jahren recht obsolet und umgekehrt eben ganz genauso. Ohne MINT geht es nicht und es ist unglaublich bereichernd, überhaupt eine ganze Menge Dinge überhaupt verstehen zu können und nicht quasi, wenn man irgendwie 30, 40, 50 Jahre zurückdenkt, auf irgendwie so einen ganz krassen technischen oder Industriefokus begrenzt zu sein, sondern MINT und Gesellschaft kannst du heute nicht mehr voneinander trennen. Und im Grunde hast du einen riesigen Vorteil, wenn du da Stärken hast, selbst wenn du erstmal sagst, ich habe jetzt noch nie davon geträumt, bei VW oder bei irgendwo Turbinentriebwerke zu entwickeln oder Motoren zu entwickeln. Ein bisschen. So, ne? Nee, überhaupt nicht. Fand ich nochmal ein schönes Schlussplädoyer. Andrea, wolltest du noch was hinzufügen? Oder ja? Ja, also erstmal muss ich Hans kurz korrigieren. Ich bin keine Geisteswissenschaftlerin, sondern eine. Ich bin Jurist, ich bin auch keine Wissenschaftlerin. Wie sollte man das sagen? Wir sind beides keine Techniker. Ja, genau. Ja, also der Unterschied vielleicht ist, dass Geisteswissenschaften sind nicht empirisch angelegt. Das heißt, man erhebt keine Daten und errechnet keine Ergebnisse und sondern man beschäftigt sich vor allem mit Texten und schreibt Texte und klingt doch gut. Denkt. Genau. Zu der Frage, ich würde sagen, was so mein Eindruck ist von den jungen Leuten von heute, ist, dass sich doch extrem viele für soziale Medien interessieren und auch gerne sich dort darstellen, ihre Kanäle pflegen und sich eigentlich bestmöglich auf diesen Plattformen bewegen möchten. Und dass man dann vielleicht von diesem Interesse, was ja schon sehr weit verbreitet ist, auch wagen sollte, auch als junger Mensch, einfach mal dahinter zu schauen. Also was steckt hinter der Plattform? Wie werden dort Inhalte sortiert? Wie sieht das eigentlich technisch aus? Und
Und dann kann man eben mithilfe eines mathematisch-technischen Studiums, welcher Studiengang das dann auch immer ist, kann man eben auch die Fähigkeiten erlernen, auch selber sowas zu schaffen. Oder eben bei diesen großen Plattformen später mal zu arbeiten und sie zu verändern. Also ich plädiere einfach dafür, nicht immer nur die User-Seite zu sehen, sondern auch zu verstehen, dass das wirklich ein komplexes technologisches Konstrukt, was natürlich auch von vielen sozialen Gegebenheiten beeinflusst wird, zu sehen und eben dort auch eintauchen zu wollen. Und das ist eben das, was die MINT-Berufe einem ermöglichen, dass man dort mitmacht, hinter den Kulissen. Oder so auch eine ganz krasse Karriereperspektive. Absolut, das sieht man an euch beiden und natürlich auch an uns beiden. Wir sind ja auch quasi Wissenschaftler. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, Andrea Hamm und Hans-Christian Gräfe, dass ihr bei uns zu Gast wart und viele spannende Themen mit uns diskutiert habt. Gerne wieder. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dann auf YouTube zum Beispiel schreiben, bei uns ins Forum, oder ihr kennt natürlich die sämtlichen Kanäle. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr zu den ganzen Themen steht und was eure Erfahrungen sind. Vielen Dank, Marc Lehmann. Sehr gerne. Das hat großen Spaß gemacht. Finde ich auch. Das war's mit Almost Daily für heute. Folgt mir auf Instagram. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.